Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Mare vom Wolfsrudel. Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play von Race Driver Grid, ein Rennspiel von 2007. Der zweite Teil ist jetzt, glaube ich, heuer erst gekommen, also dürft ihr es wahrscheinlich kennen. Meiner Meinung nach ist es immer noch das beste Rennspiel, das ich jemals gespielt habe, weil es einfach Klasse hat. Man braucht Skills. Und es hat eine verdammt gute Grafik für 2007 und es ist nicht so eine ewige Abklatsche wie von Need for Speed. Da kommt ja eh nur noch scheiße Autos, die sich so leicht steuern lassen, dass es sogar ein Baby kann. Darum geht es ja, dass sich die kleinen Kinder mit 5 Jahren das Spiel auch kaufen können und das Spiel und sich nicht aufregen und deswegen halt schön Kohle reinbringen in die Kassen. Und deswegen finde ich das Spiel so toll, wenn man halt wirklich auch die richtigen Einstellungen zum Beispiel braucht, wenn man mit Tastatur fährt, was ich immer gemacht habe. Und deswegen werde ich heute ein Rennen oder eine Rennen, ja, wie kann man sagen, das letzte fehlende Stück noch, dann habe ich es durch, sind 5 Rennen in einem Stück. Und ich zeige euch deshalb, weil ich noch den Sweet FX Grafikmod installiert habe. Wer Sweet FX nicht kennt, das ist ein Grafikmod für alle Spiele geeignet ist. Und man den so einstellen kann, wie man selber will. Nur da das nicht sehr einfach ist, gibt es den SweetFX Configurator, der vereinfacht das halt, und man kann sich übers Internet die verschiedenen Sachen runterladen, die verschiedenen Settings für verschiedene Spiele, zum Beispiel für Grid gibt es halt mehrere, kann man sich die Screenshots anschauen, vorher, nachher und so weiter, und kann man dann entscheiden, oh, das gefällt mir, das Setting lade ich mir runter, stell's rein und Spiel läuft. Ich habe aber für Grid noch drei andere Grafikmods installiert, neben SweetFX. Und die haben halt natürlich, die fordern mehr Leistung und sind auch größer. SweetFX selber ist nur ein paar MB groß und ja, schluckt nicht viel Grafik, also auch für Performance langsame oder nicht so starke PCs geeignet und macht das Spiel wirklich wahnsinnig schöner. Das letzte ist Profi Tuning, Kenwood Global Series, und ich nehme Nissan Skyline, wäre geil. Ne, ich nehme Nissan 350Z, weil die so toll aus, der so toll aussieht. Jetzt werdet ihr gleich geschockt sein. Also ich weiß nicht, wer halt, ihr müsst es halt schon vorher gesehen haben, wie es vorher aussah. Man sieht schon im Hauptmenü, dass die Schrift viel schärfer ist und Grid hat so einen komischen Gelbstich, der ist jetzt komplett weg. Es sieht viel farbenfröhlicher aus und ja, es sieht selbst viel heller. Nur mal die Reflexion vom Auto, die sind einfach Wahnsinn. Die sind einfach nur Wahnsinn, die Reflexion. Vorher sind die halt total schwach und naja. Sieht halt nicht so toll aus. Ich konzentriere mich jetzt ein bisschen aufs Fahren, dass ich nicht gerade Scheiße baue. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich ja schon 2 Gameplays von Grid hochgeladen. Insgesamt 13 habe ich, die muss Flo dann noch hochladen wegen seinem guten Internet. Jetzt bin ich nie dazu gekommen. Und ja. Das sieht man, da kann, ja, da könnt ihr es dann eh sehen, da könnt ihr den Unterschied dann sehen. Ist halt dann der, wie heißt der Modus nochmal hier, der, Wiederholungsmodus, wo man halt die verschiedenen Sichtperspektiven sieht. Nicht nur hier von einer Perspektive. Ja, musst ja nicht mir reinfahren, du Idiot. Ja, lässt sich ganz gut fahren, das Auto, und also die Grafik sieht einfach nur geil aus. Ich muss jetzt mal die Tastenkombination finden. Ja, hier oder... Ja, hier zum Beispiel sieht man es ganz gut. Boah, das war knapp. Das war echt knapp. Falls eine Schwierigkeitsstufe ist, normal. Und ja. Das ist natürlich jetzt auch nicht die perfekte Map, wo man das zeigen kann. Ah, müssen wir wiederholen. Das war nicht so toll. Das Gute ist, das schneidet der Wiedergabemodus zum Schluss des Rennens dann schön raus. Deswegen, ach, jetzt immer sieht man halt dann die ganzen Fehler nicht. Und es sieht auch geiler aus, man sieht die verschiedenen Perspektiven. Na komm, dich packe ich doch. Dich packe ich! Das ist ein Skyline, ich habe genauso schnelle Beschleunigung. Er hat zwar mehr... Ne, er hat mehr Grip. Mehr Grip, deswegen hat er... Ist auch nicht schneller. Ja, was bremst denn? Also, ah, ich muss links fahren. Ich muss links fahren. So, jetzt aber. Von dem lasse ich mich jetzt nicht überrumpeln. Oh, Mixer, komm! Nein! Oh, nicht gegen die Wand. Oh. Nein, das gibt's doch nicht, der Wichser.
Ah. Der drängt mich richtig ab, der Penner. Jetzt habe ich keine Wiedergabe mehr. Super, jetzt habe ich alle vier wegen dem Scheiß verbraucht. Sieht man mal. Genau deswegen hasse ich das Spiel so, weil es mich oft aufregt. Ich habe, glaube ich, schon mal eine halbe Stunde für den Start gebraucht. Jetzt hat es ja beim ersten Mal geklappt. Auch weil ich ein bisschen mich zurückhalten muss, weil sonst krache ich gleich überall rein, weil ich halt immer mit Vollgas reingehe und dann, naja. So wie ich so wette, hole ich den nicht mehr ein. Das waren nämlich die vorherigen Rennen auch schon. Ich habe es halt immer das Rennen gemacht, um halt zu gucken, ob der Mod funktioniert und so weiter. Deswegen habe ich das schon 10-mal gemacht oder so. Außer ihn dreht, so wie jetzt, dann bin ich natürlich Erster. Das war jetzt echt Glück. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht gewonnen. Naja, noch habe ich nicht gewonnen. Ja, der lässt sich einfach geil handeln. Das Handy ist echt gut. Und auch ein bisschen driften, also zwar nicht wieder Nissan Silvia bei Drift GP oder Driftrennen, Bergabdrift, sondern nicht so stark, aber lässt sich einfach geil fahren und sieht natürlich verdammt Hammer aus. Ich fahre am liebsten auch auf den Japan-Strecken und auch mit den japanischen Importautos, also Nissan 350Z, Nissan Skyline und so weiter. Oh Mann, bitte habe ich noch eine noch. Oh, ich habe noch eine. Oh, Glück. Boah, das war, weil ich mich nicht konzentriert habe, sieht man mal. Ja, das war, was baue ich wieder für eine Scheiße heute, also tut mir leid. Tut mir echt leid. Ich bin nicht Herr meiner Sinne. Aber es geht ja vor allem um die Grafik. Kümmert euch nicht um mein Fahren. Das ist eh scheiße, der Fahrstil. Ich bin sehr aggressiv, ja. Deswegen habe ich das Spiel so an der einen oder anderen Stelle mal richtig zum Ausrasten gebracht. Sieht man zwar in den Gameplays nicht, aber... Nee, mein Freund. Nein. Der war zu steil, der war... Oh, Glück, Mann. Oh, Mann. Nee, dich bremse ich aus, mein Freund. Dich bremse ich aus. Boah. Also jetzt geht mir schon ein bisschen die Düse, echt. Du kommst nicht vorbei. Du kommst niemals vorbei, mein Freund. Vergiss es. Nein! Genau das passiert dann. Genau das passiert dann. Deswegen... Aggressivität, haha. Wahnsinn. Komm, jetzt aber schneller Start. Teamkollegen überholen. Was bremst jetzt der so stark ab? Bist du dicht? Immerhin schon Vierter. Fortschritt. Mann. Ich darf nicht so viel driften, da geht mir das bremst so unglaublich ab. Und immer das Team ist ganz vorne bei dem Rennen, irgendwie komisch, immer das. Ich habe neulich irgendwie mit einem Freund geredet, mit Arnie, und ihm gesagt, dass es ja, weil er fragte, wie das ist, wie die das machen, wie die Bots einstellen, dass die ja so fahren. Ob die das echt nachfahren oder ob die Bots das Zufall machen. Also ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube schon, dass das Zufall ist, aber anscheinend nicht, weil wenn sie immer das... Wenn immer dieselben vorne sind, dann müssen sie auch irgendwie immer so viel schneller sein oder so viel besser starten. Aber anscheinend ist es doch so, dass die das, dass es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, aber halt nicht unbegrenzt. Dass sich alle paar, wenn man das Rennen wiederholt, dass das immer dieselben vorne sind. Außer es passiert halt irgendein zufälliger Unfall, wie man vorher sah. Ah, ich hoffe, die beiden packe ich noch. Wenigstens einen nach der Runde. Ja. Ah, das war jetzt auch wieder Glück. Ich habe zwar noch keine Wiederholung verbraucht, hätte ich mir eigentlich vorhin leisten können. Dann wäre ich nicht beschädigt. Jetzt baue ich nur einmal Scheiße, dann... Ja, so wie jetzt baue ich Scheiße, genau. Das war zu optimistisch. Habe ich einfach lauter Versprecher drin. Auch voll mit meinem verkackten Miller von der Let's Play. Nee. Nein, nicht! Ja, das lassen wir mal durchgehen. Ist nichts beschädigt. Mann, sind die... Boah! Wiederholung. Da sowas kannst du nicht sehen. Also da bin ich machtlos. Da kann ich mal ich was machen.
Aber jetzt passiert's nicht mehr, das ist ja das Geile. Jetzt passiert die Scheiße nicht mehr. Doch. Doch, wieso passiert das jetzt? Verstehe ich jetzt nicht. Meistens passiert es nur einmal. Du Idiot! Verdammte Scheiße nochmal hier. Die nehmen mich ab. Drängen von der Strecke. Das sind Teamkollegen. Da baut ihr jetzt alle Scheiße oder was? Habt ihr das gesehen? Ich hab den Reifen sogar noch berührt. Mann, Mann, Mann. Ja, ja, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, mein Freund. Und er kracht rein. Er kracht in den Weg. Ah. Läuft doch ganz gut. Noch erster. Hoffentlich gewinne ich jetzt und baue nicht wieder Scheiße wie vorhin. Weil 5 Rennen sind lang. Das sind um die 16, 17 Minuten. Ah ja. Schon, ja, jetzt habe ich eh Vorsprung. Die Map ist ganz schön anspruchsvoll. Also die Map, sage ich schon, die Karte. Das Map habe ich schon von, den ganzen Ego-Shootern wie Battlefield und so weiter. Das ist ja eine Strecke, auch keine Karte, eine Strecke. Oder Track auf Englisch. Jetzt ein schöner Drift. Ja, der ging glatt. Und jetzt nicht lenken, sonst haut es mich gleich weg. Ah, das war riskant. Nein! Ah, naja, scheißegal, ich habe es sowieso gewonnen. Ja, und jetzt sieht man halt, wie billig das... Oder noch... Ja, noch nicht. Noch nicht. Ah! Geil. Der ist gefailt. Jawohl, noch ein schöner Drift zum Schluss. Das war ja gut. So, wie sieht's aus? Das waren 3 Sekunden Vorsprung, wo ist mein Teamkollege 7. Das ist eigentlich einer der besten, also meine Güte. Naja.